unter 10 Grad aus. Ne? Auf der Autobahn über 140 aus. Werden nicht mehr besser. Oder sagen wir so, Verbrennungsmotore werden nicht mehr besser. Man kann den mehr PS drauf drücken, indem man Turboladedrücke erhöht und so weiter. Aber die Wirkungsgrade werden nicht mehr besser. Im Großteil der Fälle ist die Abgasreinigung, zumindest mal dieser NOx-Katalysator, sowieso aus. Unter 10 Grad aus. Ne? Auf der Autobahn über 140 aus. Vollgas aus. Also in jeder Ecke wird das Ding abgeschaltet, so schnell man nur kann. Man will auf der einen Seite dieses AdBlue sparen, auf der anderen Seite will man Fahrleistung erhöhen und, und. Da, wo es uns die Abgase am wehesten tun, aus. Ne? Eine, Entschuldigung, komplett verlogene Bande, die nicht gegen Gesetze und nicht gegen Verordnungen verstößt. Aber die Politik so weit reingelobbyt hat, ja, Verkehrsminister zum Vorsitzenden des deutschen Automobil-VDMA oder sowas wird, ja, was will man dann erwarten, ne? Die Roten sind besser und so, aber ein rotes Hemdchen an, ne? Nein, der Automobilminister Schröder, der sagte, mit mir kommt kein Rußfilter, basta. Und 2 Jahre später mussten sie dann doch, ja, eine Lobbyistengruppe, die alles für die Automobilindustrie tut, was sie tun kann. Wenn ihr Nachbar seinen Diesel anlässt, was das knattert. Ganz reinste Katastrophe. So, und dann fährt er los und dann, jo, ist er warm gefahren und fährt wunderbar. Klingt fast wie ein Benziner. Was ist passiert? Man hat mit den modernen Direkteinspritzern nicht mehr den idealen Punkt zum Einspritzen und die saubere große Verbrennung, sondern man teilt das in 3, 4, 5 Ministöße auf, dass dieser Verbrennungsschlag nicht so hart wird beim Diesel. Man braucht dafür ein bisschen mehr Sprit, es entstehen ein bisschen mehr Abgase, weil die Verbrennung nicht so ideal läuft, aber er klingt besser, die sogenannte Akustikfunktion. Resultat, mehr Verbrauch. Das heißt, die Großkraftwerke sind nicht nur beim Wirkungsgrad für die Elektroautos um Faktor 2,5 besser, inklusive der Übertragung über die Stromleitung und die Verluste bei den Umspannwerken. Sie sind auch beim Abgasverhalten in Faktor 10 besser. Gut, es sind halt riesige Kraftwerke und die siffen da raus. Was heißt siffen da raus? Die sind heftig mit der TA-Luft reguliert. Aber trotzdem bringen die konzentriert natürlich einen größeren Abgas. Aber umgerechnet auf die erzeugte Kilowattstunde Vortrieb im Auto ein Bruchteil. Ne? Deshalb machen Großkraftwerke viel, viel mehr Sinn. Die haben allein schon Wirkungsgrade von 45%. Kannst du Kraft-Wärme-Kopplung machen, bist du bei 80 oder so. Ne? Und im Auto guckst du mit 12 durch die Gegend. Ne? Schlimm. Ja, werden wir uns alle Sand in die Augen gestreut. Diese Motoren sind so gut. Hervorragende Wirkungsgrade. Ne? Ja. Abgasekatastrophe, Wirkungsgradekatastrophe, schlimm. Und da an diesen Felgen sind 2 Dinge völlig verkehrt. Und zwar das erste ist, bei 90% aller Leichtmetallfelgen ist der Reifen mit Leichtmetallfelge schwerer als mit Stahlfelgen. Dass also die Anfahrschwäche der ganzen Verbrennerautomobile, bis da wirklich alles da in Wallung kommt und es richtig losgeht, dass die schon mal raus ist, ne? So. Also Beschleunigung von 0 auf 100 können sie nicht schaffen, was dort angegeben wird. Die haben es zwar selber nachgewiesen auf ihrer extrem präparierten Teststrecke, aber sie werden es im Leben nicht schaffen. Wenn sie ihre großen Reifen drauf haben, dann sowieso nicht. Ne? Sind sie 1,5 Sekunden schon langsamer, als die das ihnen angegeben haben. Dann steht da immer unten drunter, die Beschleunigungswerte hängen von Temperatur, Wetter, bla, Ausstattung des Fahrzeuges ab. Ne? Diese hohen Preise in Deutschland entstammen aus einem kleinen Personengruppe, die sagt, wir wollen unseren Golf fahren, wir wollen unseren Passat fahren und da ist mir nichts zu teuer und ich mache das. Warum? Warum? Dann kommt E-Fuel, wo also über irgendwelche Synthese, das CO2 aus der Luft mit Wasserstoff aus Elektrolyse zu Methan reduziert wird und damit hat man dann Biofuel oder regenerative Fuel mit fast keinem CO2-Ausstoß, aber Stickoxiden und Feinstaub und hast du nicht gesehen, auch bei denen, ja, also Verbrennungsautos haben fertig und die Umstellung, die mentale Umstellung
weg von Feuerhitze, Rauch, Blitz und Donner, ist eine Aufgabe, die wir in den nächsten Jahrzehnten gesellschaftlich zu bewältigen haben. Und da wir in Deutschland sehr, sehr konservativ sind, ein Museumsland, wird es relativ schwierig, die Menschen hier von diesem Weg zu dem wahren, vernünftigen, sauberen, umweltverträglichen, menschenverträglichen Fahren hinzubringen. Wird eine Zeit vergehen, ne? Bis die Leute das alles verstanden haben. Aber wenn da mal die Innenstädte leise sind, sie nachts an der Kreuzung das Fenster auflassen können, wäre eine tolle Sache, ne? Aber nein, unter 30 müssen die Elektroautos jetzt einen Ton abgeben. Bip, 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 bip. Ja. Museumsaal zurück zum Blitz und Donner. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.